Moin Leute und willkommen bei Nagel simuliert. Ja, wir stehen hier im LaGuardia, am Flughafen LaGuardia in New York City. Im New York City DLC. Und ich bin ein bisschen besser vorbereitet als gestern, hoffe ich. Hab mich schon ein bisschen warm geflogen. Wir machen eine kleine Rundtour durch New York. Ein bisschen Sightseeing. Ich wollte nochmal einmal ein bisschen besser starten hier. Und zwar, wenn ich es hinkriege, jetzt ein bisschen Schwebeflug machen. Das ist nämlich hier so eine Geschichte. Ihr seht es schon, man muss immer korrigieren beim Helikopter. Eine stabile Fluglage ist es nicht so einfach zu reden nebenbei. Also auf einer Stelle zu schweben, ist echt schon eine gute Übung. Das sind natürlich die Basics, aber so kontrolliert man die Maschine. Dann kann man natürlich noch Taxi üben, Schwebetaxi, und auf einer Stelle rotieren. Wir rotieren ja immer am Flughafen ein bisschen. Am Flughafen. So richtig auf einer Stelle sehe ich, seht ihr schon, bleibe ich gar nicht. Und jetzt komme ich hier auch schon ins Schwingen. Naja. Aber das ist so das, was man üben kann mit dem Helikopter. Das, was eigentlich Spaß macht. Wofür man gar keine große Map braucht. Und es ist mit dem Helikopter hier so echt wunderbar. Die Simulation ist echt super. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Fluggefühl. Kann ich nur empfehlen. Aber New York. Ihr seht schon die Skyline hinten am Horizont. Zu unserer Rechten hier Rikers Island. Jetzt über die 04. Ich glaube, das ist der 278 hier, die am Flughafen lang geht. Ja, ihr seht schon, es ist nicht alles mit Gebäuden ausmodelliert hier. Hier sind also ziemlich viele leere Stellen, wo keine 3D-Gebäude stehen. Aber in Manhattan ist das dann anders. Also New York-Szenerie ist sehr schön eigentlich, finde ich. Also gerade in Manhattan halt. Da kann der Aerofly FS2 seine Stärken voll ausspielen, gerade mit dem Helikopter. Das ist, glaube ich, die erste New York-Szenerie, die mit Abstand den meisten Gebäuden die größte Performance bietet. Nämlich immer noch durchgehend eigentlich 60 FPS. Das ist echt Wahnsinn. Jetzt kommt hier schon die Eisenbahnbrücke. Brücken sind auch sehr schön modelliert. Geht hier rüber zu Randall's Island, die Robert F. Kennedy Bridge. Ich hoffe, ich kriege jetzt die Namen alle richtig zusammen. Hier fehlen auch noch ein paar Gebäude. Na, jetzt fliegen wir schon. Der East River. Mit der Roosevelt Island. Und hier geht es jetzt rüber nach Manhattan. Ich fliege gleich mal mit euch in Central Park. Hier nur die erste Charge Hochhäuser überqueren. Macht natürlich Spaß, wenn man jetzt hier durch die Häuserschluchten fliegt.
Aber ich will hier nicht zu viel riskieren. Nicht, dass das Video irgendwie vermiese. Wieder irgendwo in den Himmel wieder zurückgesetzt werden oder so. Die Gebäudemodelle sind nicht immer wunderbar. Zum Beispiel jetzt hier das Metropolitan Museum of Art, das Kunstmuseum. Sieht zwar schon so ähnlich aus, ist aber jetzt nicht irgendwie 1:1 wunderschönes Gebäude oder so. Das ist hier Central Park. Direkt vor uns sitzt hier das Gebäude, das große hier ist das Naturkundemuseum. Mit dem Hayden Observatorium, wovon ich davon jetzt nicht viel sehe. Unscheinbar kommt jetzt. Ich hoffe, ich finde es jetzt. Ja. Jetzt kann ich mal gucken. Ja, hier ist das Opernhaus. Die Met. Den beiden Theatern. Also das, die Modelle der Gebäude sind nicht so schön, aber normalerweise fliegt man natürlich, oder war das eigentlich gar nicht gedacht, dass man hier so Sightseeing fliegen kann mit dem Heli. Das ist ja wirklich neu. Ich bin jetzt hier nochmal durch den Park. Ich wundere, was da immer flattert, direkt vor mir. Das ist ein Windfaden. Wer es nicht weiß oder kennt, der fragt sich vielleicht, wozu ist der da? Der zeigt an, ob ich geradeaus fliege eigentlich. Also, was heißt geradeaus fliege? Wenn ich eine Kurve fliege, dann kann ich entweder übersteuern oder untersteuern, kann auf dem Auto. So dass ich zu wenig Heckrotor gebe. Und wenn der Faden immer in der Mitte bleibt, fliege ich sozusagen eine gerade Kurve. Oder also na, eine. Ich weiß nicht, wie man das nennt gerade. Bleibt dann auf der Bahn der Kurve. Der Helikopter driftet nicht nach einer Richtung. Und das ist immer besonders gut für die Mägen der Passagiere. So, hier ist jetzt das UN-Hauptquartier. Die drei Gebäude hier. United Nations Headquarters. Und man sieht schon ein bisschen jetzt hier. Kommt die nächste Station, wir steigen ein bisschen. Die höheren Häusermodelle sind teilweise ganz schön gemacht. Nämlich hier der Chrysler Tower. War eine Zeit lang das höchste Gebäude von New York, wohl, glaube ich, im gerechten Sinne. Wurde dann abgelöst beim Empire State Building, das ist gleich hier. Und das wurde dann abgelöst von irgendwelchen anderen Gebäuden. Ich weiß nicht mehr, ob der World Trade Center schon höher war. Auch bekannt in New York. Ihr seht schon hier der Rundbau da unten. Fliegt ein bisschen runter. Das ist genau hinter dem Hochhaus hier. Der Madison Square Garden. Wie gesagt, die Gebäudemodelle, die Umrisse oder die Formen stimmen in etwa, aber die Texturen finde ich nicht so schön. Aber naja. Dafür ist halt, weiß ich nicht,
super viel modelliert. Also wenn man sich hier die Skyline so anguckt oder die Gebäude, die es hier so gibt, ist schon Wahnsinn. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich als nächstes machen wollte, weil mich der World Trade Center schon ablenkt. Wir fliegen jetzt direkt drauf zu. Der neue World Trade Center, One World Trade Center. Ist also in dem Add-on hier auch drin. Ich glaube, das Gebäude hier ist nur ein Parkhaus, was da im Wasser oder am Wasser gebaut ist. Also New York sind ja ohne Ende Theater und Kulturangebote. Ich habe jetzt nicht alles auf dem Schirm hier. Ich glaube, ich habe das Wichtigste gemacht. Es gibt ja noch den kleineren Park irgendwo. Ich weiß nicht, dass der hier ist. Ich glaube, Washington Park oder so. Jedenfalls hier ist das World Trade Center. Auch mit Ground Zero hier unten. Da standen die alten Türme, Zwillingstürme. Die Millenniums gar nicht kennen. Oder nur von Bildern. Jetzt kommen wir zum nächsten Wahrzeichen. Mal eine kleine Sinkfluganlage hier am Geschwindigkeitslimit. Vielleicht schon. Die Rede ist natürlich von der Freiheitsstatue. Statue of Liberty. Auch sehr schön mit der Skyline im Hintergrund. Ups. Ich wollte eigentlich ganz rumfliegen, aber jetzt habe ich mich doch zu weit gedreht. Fliegen wir nochmal so. Und dann geht es noch zum Helipad und dann war es das schon mit unserem kleinen Rundflug. Die Insel, das ist noch Governors Island. Die kleine hier. Also, ich glaube, schneller
und detaillierter habe ich noch kein New York gesehen. Insofern muss man schon sagen, dass Aerofly FS2 hier seine Stärken voll ausspielt beim Helikopter-Sightseeing. Aber wie ihr vielleicht seht, das Wasser ist natürlich nicht so schön. Das ist halt einfach nur das Satellitenbild. Und der Simulator kennt auch, weiß auch nicht, dass das Wasser ist oder kann das auch nicht simulieren. Ich kann auf dem Wasser auch landen. Es gibt also auch Nachteile. Die hohe Performance kommt natürlich nicht von irgendwo her. Denn all das, zum Beispiel KI und eben so ein Wasser oder so, das wird eben nicht simuliert. Dafür ist das Fluggefühl hier im Helikopter super. Und wenn man jetzt einfach nur ein bisschen rumfliegen will, eignet sich der Aerofly FS2 zum Helikopterfliegen jetzt einfach wunderbar mit dem neuen Heli. Ich hoffe, das wird noch ausgebaut. Und ich kann noch viele schöne Stunden Heli fliegen. Na. So. Ja, lass uns wieder. Dann hoffe ich, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bye, bye.